Hallo Leute, willkommen zurück zu Agumon Winkt. Let's Play. Das ist das beste Let's Play der Welt. Ah, wir müssen erstmal Pokémon suchen. Ah, ja. Okay. Ich habe anscheinend halt mit einem Wellmon geredet. Pagumon, so. Ich kann mir den Namen nicht merken. Da ist, glaube ich, der letzte. Oh, warte mal, wir können auch noch rechts gehen, ne? Weißt du, hast du Pokémon gesehen? Nee, okay. Wir haben überall gesucht. Wir wissen nicht, wo es sein soll. Ah, ist das weg? Oh nein. Komm, wir gehen den einzigen Weg, den wir gehen können. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist bestimmt nicht. Ach, Agumon ist auch weg, stimmt. Agumon wird ja auch dann geklaut. Agumon, rette mich! Komm, wir hauen ihn in die Fresse ein. Agumon konnte aber nicht digitieren, war deswegen voll im Arsch und wird voll verprügelt. Agumon, Tai, du bist endlich da. Pokémon, was ist passiert? Oh, die haben mich entführt und alles im Böse. Das ist scheiße von euch. Komm, wir töten euch. Das wird ein einfacher Kampf. Obwohl, sie nicht. Nee, sie sind doch auch Level Rookie, ne? Ich glaube schon. Wow. Heftiger Angriff. Steigender Atem. Blitz aus dem Maul. Stinkender Atem. Besser was? Lustiger Witz. Zweier! Oh shit, die sind im Autoshop. Ich will unbedingt Ultra-Dios. Das war doch sogar in dem Kurumondorf, wo Tai sein Wappen gefunden hat, ne? Aber wo Tai, oder als Tai seine erste, als Tai die erste Ultra-Dios gemacht hat, das war doch erst nachdem die alle Wappen gefunden hatten, oder nicht? Oder? Keine Ahnung, ich habe gerade normal angegriffen, oder? Ich bin so doof. Ne, habe ich gar nicht. Yes! Das war einfach. Sehr einfach. Na egal. Alter. Schnell, lauf weg. Wir haben sie in die Flucht getrieben. Hm, warum die uns so entführt haben? Ja, keine Ahnung, weiß nicht. Dankeschön, Tai. Und alle anderen. Und... Ah, das ist die Kurumon, die waren auch entführt. Dankeschön, dass ihr uns befreit habt. Kurumon sieht eh süß aus. Also, wie schnell das redet. Fuck. Die Pagumon haben uns 2 bis 3 Mal gehauen. Oh, das ist brutal. Etemon? Was? Holy shit, hat eine eklige japanische Stimme. Gut, auf Deutsch ist die Stimme auch gerade ein bisschen unpassend, aber irgendwie, ich habe mich ja so dran gewöhnt. Ist auch voll die bekannte Synchronstimme. Was hat er nochmal immer gesagt? Etemon hat immer eine Sache gesagt. Weiß ich nicht mehr, hat er immer so, yeah, oder irgendwie sowas gemacht. Und natürlich immer dunkles Netzwerk und Serenadenschocker. Oh, es ist ganz schön groß und böse. Schnell, wir laufen hinter den Wasserfall. Und da, das ist eine gute Idee. Oder wir besiegen dich erstmal. Die Musik. Ich fand es halt immer ein bisschen creepy, wie Etemon aussieht, als wäre halt ein Mensch in einem Kostüm von einem Affen, weil das sieht halt nur, als wäre seine Haut. Das ist die deutsche Stimme. Das haben die Zwischensequenzen. Wow. Oh nein, es zerstört das ganze Dorf. Oh nein. Schnell lauft alle weg. Ihre Digimon, alle tot. Ist das jetzt ein Zufall, dass ausgerechnet die Digimon da sind, die ich ausgewählt habe? Keine Ahnung. Nee, die haben ja Text und alles. Schnell, komm, wir gehen zu unserem Geheimversteck hinter diesem geheimen Wasserfall. Puh. Was sollen wir bloß tun? Keine Ahnung. Wir laufen einfach weiter durch diesen Wasserfall. Durch diese krasse Höhle. Aber da hinten ist ein Dead End. Oh nein, scheiße. Egal, wir rennen einfach durch die Wand. Okay, gute Idee. Vielleicht funktioniert's. Und es funktioniert tatsächlich. Hä, was ist denn das? Das sieht aus wie eine Sonne. Es leuchtet. Und dann stellte sich heraus, dass das Zeichen an der Wand Tais Wappen war. Und dann war der Weg offen. Und das ist kleiner geworden und in sein Amulett reingegangen. Und dann hatte der sein Amulett. Und alle waren glücklich. Und sie konnten flüchten. Geil, der Weg hat sich geöffnet. Und dann konnten die abhauen.
wie lange auch immer der Tunnel war. Meinen Berechnungen zufolge sind wir jetzt in einem tropischen Superland. Geil, Abenteuer, Wasser, Meer, Action, keine Ahnung. Haben wir es geschafft? Yes, dunkle Digitation. Oh shit. Stimmt, die kam ja auch noch. Tai bekommt als erstes sein Wappen des Mutes. Sollen wir einfach so bleiben? Ja. Wir bleiben einfach erst so. Tai ist ja auch die ganze Zeit der Anführer. Das kann man mit dem Start sonst. Mir tun die Füße weh. Ich habe gedacht, die wären geiles Sandstrandmeer. Jetzt ist hier nur Sand. Voll kacke. Was tun wir jetzt im Biesten? Ich würde sagen, wir trainieren Arumon, damit es endlich ein Ultra-Deal zu machen kann. Los, fress 10 Kilo Sachen. Jetzt mussten die ganzen Kinder ihr Essen abgeben und Arumon zu fressen geben. Und die haben den übelst voll gestopft. Oh ja, neue Digimon, gegen die ich schon gekämpft habe. Weil Tai gedacht hat, das bringt es. Einfach nur ein Netzwerk. Da kann einfach kein dunkles Netzwerk, da kann einfach nur ein Netzwerk. Giftblasen. Ey, wenn mich vergiftet, ich raste aus. Da sind die irgendwie alle scheiße oder so? Die können ja gar nichts. Gewaltiger ist Feuer. Ich bleib einfach jetzt undigitiert, ey. Ich schaffe doch so die Kinder. Bitte vergiftet mich nicht. Dankeschön. Gucken, wie viel Schaden er macht. Oh yeah. Zweite Hand. Tentamon hat auch eine süße Stimme. Ich darf jetzt vergiften. Auch wenn er mich gar nicht vergiftet. Ta. Ich hab mal so eine Garurumon-Action-Figur. Die ist dann irgendwann kaputt gegangen. War irgendwie dumm. Und ich hab noch so eine Garurumon-Action-Figur. Die sagt immer irgendwas auf Englisch. Ich hab doch nie verstanden. War ich mal voll enttäuscht. Also, das sagt ja in der Serie gar nicht. Ich verstehe den nicht. Aber mittlerweile ist die Batterie da leer, deswegen kann ich da nicht mehr hören, was der gesagt hat. Und dabei würde ich nämlich verstehen. Das sagt schon einfach nur die Attacken. Man kann so komisch an dem seinen Arm drehen und dann sagt er so, ich sag irgendwas auf Englisch. Genau das sagt er. Komm, ich kämpfe jetzt mal gegen so ein Vieh. Das kann bestimmt eh dieselben Attacken wie Betamon. Das ist einfach der Satz dafür. Gisamon! Wow. Spektakulär. Wutkampf again. 10 out of 10. Gabenmonster ist Level 18, cool. Alter, bin ich da ausgewichen. Habt ihr die Reaktion gesehen? Richtig heftig. Ah ja, stimmt. Da ist die Oase. Die gibt übrigens auch bei Digimon Masters. Ah, voll schön. Jetzt können wir was trinken. Voll cool. Ja, Swag. Wie sage ich mal Swag? Alles glitzert. Hier können wir ein bisschen Wasser trinken. Wasser gefunden. Nee, Essen gefunden. Beeren. Und jetzt ist hier... noch mehr Scheiße. Ich rede erstmal mit allen. Hi, Gay. Hi, Dokumon. Oh, ich bin noch nicht digitiert. Ich bin traurig. Oh. Guck mal, was am Baden. Wie süß ist das denn? Ich krieg zu viel. Hier ist eine Kiste, die ich nur Teil, die aufheben kann. Hi. Guck mal, was machst du da? Ich plansche im Wasser. Ist voll gemütlich. Ich komm noch zu uns. Ich will mit irgendwem diskutieren. Eklige Scheiße gefunden. Oh, ich würde gern baden gehen, aber ich habe kein Bikini dabei. Mimis First World Problems. Ich weiß gar nicht, zählt die digitale Welt überhaupt als First World? Ich glaube, die zählt als keine Ahnung. Digital World! Lustig. Da war überhaupt nicht ansatzweise lustig. Isti, hast du eine Idee, wie wir Argon zum Digitieren bringen können? Ja, keine Ahnung. Immer wenn die was essen, dann können die digitieren. Und dann haben die keinen Hunger. Ja, komm, wir stopfen den jetzt komplett voll und bringen den damit halb um. Ja, ist eine gute Idee. Speichern. Ich frag mal was nach. Keine Ahnung, was die gerade labern. Ich glaube, er fand das so gut. Probieren wir das andere. Hey, das war ja genauso scheiße. Ich glaube, wir zwingen Arumon gerade was zu fressen. Und alle sind traurig. Irgendwie war das jetzt auch nicht geil, ne? Mein Digi-Weiß vibriert. Ach, stimmt. Sein Amulett ist ja in der Nähe. Ich fand das cool, dass das nicht immer in derselben Reihenfolge war. Das wäre sonst ganz schön langweilig gewesen. Sora hat doch ihr Wappen sogar als letzte gefunden, oder? Ich glaube schon. Da war TK. Ne, keine Ahnung. Eigentlich hat Kari ihr Wappen als letztes bekommen, aber egal. Ich mach doch mal hier das, weil irgendwie war das andere jetzt depressiv.
Vielleicht läuft er doch auf beides auf dasselbe hinaus. Aber da wirkt Agumon irgendwie nicht ganz so traurig. Irgendwie ist das beides scheiße. Ja, ich glaube, das ist beides scheiße. Aber mein Amulett vibriert. Da hinten ist ein riesiges Kolosseum und alles, und das haben wir gar nicht gesehen. Cool, da gehen wir hin. Und Joey rennt einfach los. Alleine. Joey, bleib stehen, ich renne hinterher. Und alle liefen dahin und dann kam Etemon und hat sie umgebracht. Unser Netzwerk hat festgestellt, die Digi-Ritter sind in der Nähe. Komm, wir fahren zu ihm. Okay. Das ist aber heftig. Ja, das ist bestimmt ein kompliziertes Labyrinth innen drin. Was in der Serie nicht so war, aber hier schon. Weil das ist ein Spiel. Aber mein Amulett vibriert immer stärker. War dem sein scheiß Wappen nicht irgendwie mitten in der Arena unter dem ein Tor, wo die dann eingesperrt worden sind? Oder wo war das nochmal? Wo war das nochmal? Hab ich voll vergessen. Wo waren eigentlich die ganzen Wappen? Die einzigen Wappen, die ich merken kann, sind die von. Ist da von Tai? Das weiß ich immer. Das von Mimi ist eigentlich klar, bei einem Kaktus. Das von Matt und Issy sind irgendwie beide in dem Brunnen. Was ich irgendwie ein bisschen komisch fand. Vor allem dann Freundschaft und Wissen, was irgendwie jetzt auch nicht so unbedingt so perfekt zusammenpasst. Aber die sind auf jeden Fall beide in dem Brunnen. Das Wappen von Joey ist ja in dem Kultusdemo, aber ich weiß nicht mehr wo. Das Wappen von Sora vergesse ich irgendwie jedes Mal. Wo war das nochmal? Und das Wappen von TK ist ja an irgendeiner Wand. Einfach so ähnlich wie bei Tai, nur halt nicht in der Höhle, sondern draußen. Und das Wappen von Sora? Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung, wo das ist. Aber wir gehen jetzt erstmal Joeys Wappen suchen. Indem wir in dieses fette Kolosseum hier weg. Ne, kann man nicht. Reingehen. Wo ein Fußballfeld drin ist. Oh, geil, Fußball. Oh, antikes Fußballspiel. Das ist natürlich total logisch. Agumon, was ist los? Ich glaube, es hat sich überfressen. Es stirbt halt. Joey, nicht wegrennen. Ich rede mal mit allen. Ich kann mit keinem reden, cool. Auch nicht? Auch nicht? Ich glaube, die so gucken alle zu, wie Joey da rumspackt und sein Wappen sucht. Fuck. Ich gehe jetzt in ein anderes Tor, ich spiele jetzt gegen den. Ich kann echt rein. Agumon ist irgendwie weg. Ich glaube, das ist einfach fett. Und hängt irgendwo. In der Ecke. Was ist dein Wappen hier? Hi. Da ist vibriert total hart. Das scheint direkt hier zu sein. Komm, wir spielen Fußball. Ja, voll die gute Idee, okay. Gut, wir machen Teams. Und dann kommt Etemon und nervt wieder alle. Schnell, lauf weg! In das Tor da rein, das ist eine gute Idee. Und Agumon wird so als einziger, weil er zu fett ist, kommt er nicht hinterher. Was im Endeffekt gut war, denn dann wurden die alle schlimmerweise vor dem Tor gefangen, was natürlich hinten offen ist. Scheiße, wir sind gefangen, wir kommen nie wieder hier raus. Oh nein! Aber ich glaube, in echt ist er dann noch nach hinten gefahren, an die Wand und dann ja, kamen die nicht mehr da weg. Das war ein bisschen lächerlich. Oh, er will ein Battle machen, 1 gegen 1, in diesem krassen Kolosseum, wo ein Fußballfeld aufgebaut ist. Und da war dann, die Fußball spielen können und dann von einem Fußballtor gefangen werden. Das ist ein böses anderes Greymon. Wo hast du das denn her? Los, Agumon, mit hier. Greymon Battle. Da wir knüppeln sich so gegenseitig. Los, Greymon, schaffst das. Mach eine Ultra-Digitation, schnell. Ich glaube, es geht nicht gut aus. Die sind beide gleich stark. Los, Digitier, Digitier, Digitier. Tai, kannst du mal aufhören damit? Das ist ganz schön nervig. Ja, ne, du zwingst ihn voll dazu. Ah, Digitier. Oh, ich glaube, es funktioniert. Tai, wenn du nicht aufhörst, dann passiert was, was in fast jeder Staffel bis auf in der zweiten passiert. Was eigentlich dazu beiträgt, dass Davis somit das stärkste Digimon hat. Oder beste, oder... Ach, jetzt sind die nach unten gekracht. Ist eigentlich echt so, ne? Weil bei Davis ist das als einziges so. Bei Crosshorse weiß ich jetzt nicht, weil da habe ich die zweite Staffel nicht gesehen. Aber ich glaube, das ist halt auch nicht. Aber das zähle ich jetzt auch nicht unbedingt zu Digimon. Dass Digimon von dem Hauptcharakter keine böse Digitation macht. Davis ist als einziges nicht irgendwie scheiße zu seinem Digimon. Stimmt eigentlich, ne? Ist echt so.
Und trotzdem hassen alle irgendwie die zweite Staffel Charaktere. Die sind alle auch total besonders und anders. Ich weiß nicht, warum die jeder hasst. Dumme Leute, ey. Was machen wir jetzt? Ja, komm, wir laufen hier unten und spielen Labyrinth, so wie ich gesagt habe. Ja, mein Wappen springt hier irgendwo. Alter, man hat schon hier das Ding einfach in der Zwischensequenz gesehen. Ja, Joeys Hauptcharakter. Lalalalalalalala. Es blinkt nach links. Laufen wir nach links. Wenn Joey das meint. Da ist nicht links. Okay. Krass. Da soll ich nicht drauf gehen? Ich hab voll Angst. Hier ist auch irgendwie keine Musik. Hä? Ach, man kann da drüber. Das ist einfach nur Deko gewesen, Leute. Toll, da kann ich aber nicht drüber. Das will weggehen? Dankeschön. Hier ist bestimmt irgendein Item. Alter, das ist schlau. Ich will mein Wappen finden. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Reihenfolge die Wappen gefunden haben. Oh Gott. Oh, Trimogumon, geh mal nach Hause. Alter, du hast schon deine Stange in mir drin gehabt. Ja. Es leuchtet nach oben. Oder? Ja, ist gleich nach oben. Ich gehe sogar gerade da automatisch hin. Beziehungsweise ich gehe da gar nicht hin. Da macht Joey von selbst. Oh nein, da sind Steine. Jetzt können wir da nicht hin, ey. Ich halte einen fetten Umweg. Ist mir auch egal. Egal. Sehe das voll einfach. Lalalalalalala. Oh, ey, irgendwie doch nicht. Ich will jetzt das Wappen noch finden. Oh, geh weg. Scheiße. Ich bin jetzt voll aufgeregt, wenn ich kämpfen muss. Das ist eigentlich ganz schlimm. Ich hier rennen. Da müssen wir auch mal. Von mir aus. War das da nicht, aber egal. Wie man die T-Shirt vergangen ist. Können die anderen beiden machen. Harpune. So, weggebammt. Aua, das hat wehgetan. Ja, das reicht gleich. Vor allem, der wirft einen Knochen. Warum sollte Trimogumon einen Knochen werfen? Das hat irgendwie nur das richtige Hände. Na, wenigstens kann nur einen geben. Aber ich würde sagen, weil der Part schon wieder lang ist, sehen wir das beim nächsten Part. Denkt dran zu werten. Und dann finden wir endlich Joeys Wappen. Alles wird toll. Und da muss ich 18 erst endlich mit in dem coolen Kids-Team. Bis dann. Tschüss.